Ohne Feuer keine Power im Dampfkessel, so ist das bei einer Dampflok. Kevin Richter macht seine 99761 fertig für die Fahrt von Radebeul Ost nach Moritzburg. 90 Jahre ist die Eisendame alt, da kann schon mal was locker sein. Also wir tun jetzt bei der Treibstange das vordere Lager nachstellen, weil mit der Zeit nutzt sich das ja ab und fängt an zu klappern. Und ja, wir stellen das halt nach, damit es dann halt nicht mehr klappert. Mit 21 ist Kevin Deutschlands jüngster Dampflokführer. Mit viel Gefühl bringt er die Lok zum Bahnhof Radebeul Ost. Die Personenwagen werden angekoppelt, dann gibt's die Streckenfreigabe vom Bahnhofsvorsteher. Der Zug 3004 hat Fahrerlaubnis bis Moritzburg. Los geht's. Der Dampf treibt die Kolben an. Die alte Lok setzt sich in Bewegung. Und Kevin hat alles im Griff. Diesen Job wollte er schon, als er als 10-Jähriger bei der Dresdner Parkeisenbahn vom Bahnvirus befallen wurde. Ja, dann kam es natürlich zu der Zeit, dass man sich irgendwo eine Ausbildung suchen musste. Das habe ich dann bei der SDG gemacht. Und somit bin ich dann irgendwann Dampflokführer geworden. Okay, zuerst wurde Kevin aber Industriemechaniker, dann Heizer, absolvierte schließlich ein langes Fahrtraining. Seit Anfang April hat er nun hier auf dem Bock das Sagen und das mit gerade 21. Christian Schubert ist 8 Jahre älter und heute der Heizer. Er kann über den Jungspund nur Gutes berichten. Fachlich stellt er in nichts den Alten nach, sagen wir es mal so. Und ja, man kann gut mit ihm arbeiten. Alles einwandfrei. Gibt's bisher nichts auszustellen, ne Kevin? Ja. Endstation Moritzburg. Von hier geht's zurück nach Radebeul. Kurzer Check und die Frage, warum Kevin das alles hier so interessiert. Also die alte Technik gerade hier. Man sieht's, es bewegt sich alles, was sich hier bewegen kann. Und ja, es ist einfach das Erstaunliche, dass man die Lok war ja 1933, da schon in der Lage war, sowas zu bauen. Das ist schon sehr beeindruckend. Zurück nach Radebeul. Die Lok hängt nun am anderen Ende des Zuges. Dass der Lokführer so jung ist, finden die Fahrgäste recht beeindruckend. Es ist eben schön, dass die Jugend sich dafür interessiert, der Nachwuchs gesichert ist. Also ich hätte bei der kontrollierten Fahrweise nicht an so einen jungen Lokführer gedacht. Finde ich klasse. Die große Kunst ist das Bremsen. Also ruckfrei zu bremsen und auch die Fahrt so zu gestalten, dass man nicht zu schnell ist, nicht zu langsam ist und das möglichst angenehm für die Fahrgäste macht, das ist schon, denke ich, eine Kunst. Lärm, Kohle, Schweiß. Im Führerstand ist die Arbeit hart, so wie vor 100 Jahren. Trotzdem ist das hier für Kevin der Traumjob schlechthin. Der Lokführer hat halt die Verantwortung für alles, was hier auf der Lok passiert. Und worauf es aber ankommt, ja, es kommt auf alles an. Wenn es ja nur auf irgendwas ankommen würde, dann würden wir nicht fahren. Also. So einfach ist das mit 600 PS unter Volldampf im Lößnitz-Dackel. Für Deutschlands jüngsten Dampflokführer gibt es einfach nichts Schöneres.